Herzlich willkommen zu Photoshop in 30 Sekunden. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach eine Vignette erstellen könnt. Eine Vignette erstellt ihr, indem ihr hier oben auf das Auswahlwerkzeug geht und dann das runde Auswahlwerkzeug nehmt. Dann könnt ihr hier einfach eine schöne runde Auswahl so ziehen, wie ihr sie gern hättet. Als nächstes geht ihr auf den Menüpunkt Auswahl und Auswahl verändern, weiche Kante. Gebt dann eine weiche Kante von ungefähr 500 Pixeln ein. Und dann gehen wir in die Korrekturenpalette und wählen die Tonwertkorrektur. Jetzt können wir den Regler als erstes ein wenig nach links verschieben, um in der Mitte das Bild noch etwas aufzuhellen. Dann gehen wir auf Auswahl erneut auswählen und wählen die Auswahl um. Jetzt sind wir also in der Auswahl für den äußeren Bildbereich und da schieben wir diesen mittleren Regler einfach weiter nach rechts und dunkeln somit die äußere Kante merklich ab. Das könnt ihr so weit machen, wie ihr es gerne hättet. Ich wähle dann noch beide Ebenen aus und gruppiere sie mit Command und G oder auf Windows mit Steuerung und G und kann dann ganz einfach einen Vorher-Nachher-Effekt erzielen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt gerne auf Gefällt mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!